So, Freunde, es sind mittlerweile 2 Wochen vergangen. Es sieht hier unten aus wie Sau. Ich war nämlich eine Woche nicht da. Und kurz bevor ich gegangen bin, ist der Drucker natürlich aus dem Gehäuse kaputt gegangen. Das reparieren wir gleich. Und Leute, zieht euch das mal rein. Ich habe hier so geile Lampen, so Rohre gedruckt, mit Gesichtern von Freunden drauf. Und dann können sie das über eine Kerze stellen und dann leuchtet das schön. Und dann kann man das Bild wieder richtig erkennen. Genau. Also, der Drucker ist kaputt. Für alle, die mir auf TikTok folgen, haben das Video gesehen. Dieser kleine Scherz mit der verbogenen Lineallager. Die habe ich natürlich mit Gewalt so verbogen, aber die war trotzdem schon kaputt. Warum auch immer, hat einer der Lager blockiert und hat hier richtig, richtig tiefe Riefen reingezogen. Und es hat so stark gebremst, dass der Drucker sogar immer einen Crash erkannt hat. Genau. Ich habe mir jetzt schon eine neue Stange besorgt. Die werden wir auch gleich einbauen, aber... Oh, da geht schon die Stimme weg, du. Das war wieder ein hartes Wochenende. Aber damit das nicht nochmal passiert, werde ich jetzt probieren, nämlich Kunststofflager zu verbauen, die erstmal geräuschreduzierend sein sollen und vor allen Dingen mir nicht nochmal mein Lineallager zerkratzen, weil das wird auf Dauer teuer. Obwohl ich die richtig gefettet habe, es kann immer passieren. Manchmal läuft der bei mir ein Jahr, manchmal nur einen Monat. Irgendwann sind die Lager irgendwie mal kaputt. Naja, dann bauen wir das mal um. Zack. Und damit ich nicht immer stehen muss, habe ich mir diesen coolen, höhenverstellbaren, drehbaren Werkstattstuhl besorgt. Und jetzt kann ich wenigstens mal ein bisschen hier sitzen und hier rumrollen. Wenn ihr auch so einen coolen Stuhl haben wollt oder euch es interessiert oder auch die Lineallager aus Kunststoff haben wollt, dann schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Ich habe euch alles verlinkt. Ach man, das sieht schon wieder nach Arbeit aus. Jetzt brauche ich erstmal Werkzeug. So, also. Ah, okay, ich sehe schon. Ich mache einfach mal hier vorne den Lagerbock ab, sage ich mal. Ach, was laber ich? Ein Lagerbock. Hier vorne sind 2 Schrauben, die halten ein Kunststoffteil, wo der Riemen durchgeführt ist. Und den machen wir jetzt mal ab, um die ganze Spannung da rauszunehmen. Und dann können wir hoffentlich gleich ganz einfach das ganze Druckbett entnehmen. Weil wir müssen daran die Lagerböcke öffnen, um die Lager zu tauschen. Ja, guck mal hier. Zack, nichts kaputt machen. Boah, das sieht mies aus. Hier ist die ganze Schmiere. Da hat irgendwas richtig geschliffen. Nur warum? 2000 Jahre später. So, jetzt ist unser Freund auch wieder drin. Da unten sieht man schimmernd die Kunststofflager. Dann können wir gleich Filament einspannen und damit weitere Testdrucke durchführen. Ich war gestern fleißig und habe 400 Schlüsselanhänger aufgezogen. Jetzt sind die Kartons hier leer, da sind keine Schlüsselanhänger mehr drin. Das heißt, wir müssen die ausbuchen. Hier unten ist auch die Kiste, wo die drin gelagert werden. Und hier habe ich so Lagerschilder. Das können wir uns mal abmachen. Zack. Da steht das nämlich drauf. Das ist die Nummer. Dann packen wir uns das mal hier hin. Oder hier vorne. Und dann sehen wir hier schon da Schlüsselringe 30 mm, 10 Stück auf Lager. Dann gehen wir hier oben auf Ausbuchen, aktivieren uns den Scanner und scannen. 1, 2. Und schon sind nur noch 8 auf Lager. So, weiter geht's mit der Lageristik. Ich habe nämlich noch ein Paket bekommen. Da steht da mit 9 Filamenten, denn es sind ein paar alle gegangen und für einen neuen Auftrag brauche ich neue Faden. Und ich würde sagen, ich habe das schon aufgemacht. Hier befinden sich keine spannenden Sachen. Wie immer. Ein paar Kilo Bronze Gold und neuerdings auch das normale Gold wollte ich auch mal ausprobieren, wie das aussieht. Das müssen wir jetzt einmal ins System einpflegen. So, Freunde, ich habe zurzeit. Ach Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ach nein, du Scheiße, du. Wie geht das denn jetzt hier? Können wir mal zurückgehen? Ach nee, Mist, ey. So, 2 Rollen sind nämlich fast leer. Die buche ich jetzt schon mal aus dem System aus. Dann kann ich ihn nämlich auch schon auspacken. Zack, jetzt haben wir noch 21 Kilo auf Lager. So, Freunde, nachdem ich gestern die Waren ins System eingepflegt habe, das Lineallager getauscht habe und Kunststofflager nachgerüstet habe bei meinem Drucker 7, ist jetzt auch schon wieder der nächste Tag. Und ihr seht, hier im Hintergrund ist auch gerade ein Drucker fertig geworden. Die habe ich nicht laufen lassen, weil ich will heute noch ein paar Sachen mit meinen Druckern hier machen. Für meine Webseite ein paar Fotos und dafür brauche ich die gleich alle. Außerdem wollen wir jetzt noch einmal hier noch eine Düse wechseln und eigentlich wollte ich mich aber mal um meinem MMU kümmern. Man kommt hier zu nichts, meine Damen und Herren, hier drin.
passiert auch nicht mehr so viel gerade. Ich war halt eine Woche leider nicht da. Und jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen, Freundin. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt wissen hier... Aber in dieser einen Woche habe ich coole Dinge gemacht, denn diese Ecke hier seht ihr fast nie. Das hat auch einen Grund, weil ich hier einfach noch nicht das stehen habe, was ich möchte. Aber in der Woche, wo ich weg war, habe ich was organisiert, was jetzt zurzeit per Post mir zugeschickt wird. Und ja, ich bin gespannt. Das sollte hoffentlich im nächsten Video ankommen. Und dann können wir das gemeinsam aufbauen. So, das ist mein Drucker 2. Und wie ihr seht, ist der sehr, sehr dreckig. Und es sieht halt überall so aus. Den Drucker werde ich jetzt einmal mit Druckluft und Isopropanol und sowas sauber machen. Und dann werde ich nochmal die Düse kontrollieren. Ich glaube, die hat sich ein bisschen gelöst. Und ob die noch gut ist, ansonsten werde ich die tauschen. So, jetzt habe ich auch mein Prusa MK3 S1 gereinigt und eine neue Düse eingebaut, denn ich hatte immer eine gehärtete Düse drin. Die wollte ich aber jetzt nicht mehr nutzen, weil ich darauf keine aggressiven Filamente drucke. Dafür habe ich jetzt halt den anderen. Da ist auch eine 06 Düse drin, das war eine 04 Düse, das war sowieso nicht so toll. Deswegen kam die jetzt raus, es ist wieder eine normale Messingdüse verbaut. Ich sehe gerade, hier ist das ein bisschen krumm, warum? Ich habe jetzt hier von E3D solche kleinen Silikonsocken und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Mich hat schon immer interessiert, ob das einen Unterschied macht oder ob wieder funktioniert. Und ich werde die jetzt einfach mal bei dem verbauen und das einfach mal ausprobieren. Ich weiß ja nicht, ob ihr damit schon Erfahrung gemacht habt mit solchen Silikonsocken. Bei den günstigeren Druckermodellen sind die ja meistens gleich mit verbaut. Bei dem war jetzt keine drauf. Aber ich werde das jetzt machen und ich werde mal ausprobieren, ob das vielleicht sogar besser ist. Montage ganz easy, einfach drüber stülpen. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, und da ist diese kleine Kunststoffsocke jetzt drüber gestülpt. Passgenauigkeit auf jeden Fall gegeben. Ja gut, hier geht das gerade noch mal ein bisschen ab, warum auch immer. Oh, jetzt hält es gut. So, und jetzt hebe ich den da oben wieder rein. Zack, die Webcam habe ich tatsächlich auch noch nicht angeschlossen, bin ich noch gar nicht zu gekommen. Außerdem ist es, wenn ich von Ferne die steuere, sowieso immer dunkel in diesem Raum. Das ist noch mal ein zukünftiges Projekt, da muss ich dann noch mal ein Relais am Raspberry Pi anbauen, dass ich von zu Hause hier drin das Licht an- und ausschalten kann. Sonst bringen mir die Kameras ja überhaupt nichts. Dann sehe ich ja gar nichts. So, jetzt kann ich den wieder anschließen und dann kann der kalibriert werden, denn der erste Layer ist bestimmt verstellt, dadurch, dass ich jetzt eine neue Düse eingebaut habe. Das werde ich nochmal kontrollieren und dann kann der auch wieder in Betrieb genommen werden. Eine Minute, 37 Sekunden später. Die Nummer 2 habe ich nicht nur gereinigt, sondern komplett einmal im Hotend auseinandergenommen. Das Ganze alles sauber gemacht, wieder zusammengebaut, eine neue Düse verbaut und der läuft jetzt auch wieder. Sehr gut. Und in der Zwischenzeit, Freunde, nach meiner Mittagspause ist tatsächlich ein Paket angekommen. Wer hätte es gedacht? Und es ist richtig schwer. Ach. Bam. Da gucken wir jetzt rein, wir brauchen ein Messer. Ich kann schon ahnen, was es ist. Ein Verbrauchsmaterial, was bei mir weggeht wie nichts Gutes. Und es ist das, was ich dachte. Aha. Neue Schlüsselringe. Und zwar, anders als erwartet, zwei verschiedene Modelle, obwohl ich nur das eine Modell bestellt habe. Wunderbar. Und danke an Amazon. Die können eigentlich gleich wieder zurück. So. Die ganzen Schlüsselringe werde ich jetzt auch mal im Inventurprogramm einbuchen. Dann nehme ich euch jetzt aber nicht mehr mit, weil das wäre zu langweilig. Ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich über einen Like, Kommentar und ein Abo freuen. Und damit würde ich sagen, bis gleich. Freunde.